Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Persona 5 Royal. Beim letzten Mal haben wir Kanshiros Palast zu Ende erkundet und das war doch alles eigentlich gar nicht so schlimm. Jetzt hat Makoto eine Idee für die Calling Card, von der wir jetzt noch nichts wissen, aber das sehen wir dann morgen einfach mal. Ich würde sagen, wir lassen uns überraschen, was das angeht. Excuse me, sir. Sie hat das einfach. Sie hat die Karte einfach dahin gebracht oder wie? I found this on the car. Oh. There's something written on it. Oh, wow. Read it. But I said, read it. Ich meine, ist an sich auch gar nicht so blöd, aber das ist ja hier derselbe Ort wie letztes Mal, oder nicht? Also warum sind wir nicht einfach dahingegangen? Ich meine, wir wissen, wo das ist, oder? Warum haben wir überhaupt, dass wir nicht wissen, wo er lebt? Ich meine, vielleicht lebt er nicht hier, aber oder ist es nicht derselbe Ort? Okay, vielleicht ist es auch einfach ein anderer cooler Ort zum Abhängen für ihn. Keine Ahnung. Sieht vielleicht alles gleich aus. Sir Junior Kaneshiro, the money-devouring sinner of gluttony. You indulge in scamming others with horrendous methods that target minors exclusively. We have decided to make you confess all your crimes with your own mouth. We will take your distorted desires without fail. Warum stotterst du denn so, Mensch? From the Phantom Thieves. Von Phantomaten. Isn't this bad? Isn't this bad, ja? Würde Ryuji auch fragen. If something happened to you, I mean, if the higher-ups find out about this... Don't waste your time worrying about this useless shit. Just keep quiet for now. But it's posted all around the city. People are talking about it online, too. All of you, bring me your earnings. If you don't surpass your quota, I'll kill you. Yes, sir. Okay, okay. Mach du nur Stress. Phantom Thieves, don't make me laugh. Macht er seinen eigenen Leuten noch Angst, ohne Grund. Als würde ihm das jetzt noch weiterhelfen. Hey, we're leaving. They'll pay for this. So ein ekelhafter Typ. Und ein Lila echt nicht besser mit seinem kleinen Bart. A good idea, no? Given the theatrical nature of this one, Kaneshiro must surely have been contacted about it. You truly are the brains of this Phantom Thieves operation. Ryuji, you should follow her example. Ich glaube, das wird nichts, auch wenn die zusammen jetzt einen Angriff geplant haben. Also hey, vielleicht verstehen die sich doch ein bisschen zu gut für meinen Geschmack hier ein bisschen. I'm the one who went posting it everywhere, right? I even had to get all dressed up so they wouldn't notice me. Come now, we don't have the time for idle chit-chat. Let us get moving. You're going up against a truly horrible criminal this time. That dick ain't gonna stop us now that we got our awesome new member. Makoto, you remember how all this works? Once we steal the treasure, the palace will crumble, and the palace ruler's heart will change. Wow, you got that quick. I think Ryuji's still struggling to comprehend it all. Ja, ich glaube, Makoto hat schon besser verstanden als wir alle zusammen. The old me is dead. Makoto the sycophant is gone. And the corrupt adults who controlled her are next. Sounds like you're fired up. All right, Joker, give us the signal. Ja, dann los geht's, ne? It's showtime. Egal, ob ihr wollt oder nicht. Wir gehen jetzt rein und kloppen ihn kaputt. Ich habe auch eigentlich nichts mehr, was ich irgendwie ändern will, eine Ausrüstung oder so. Ich würde jetzt noch Persona fusen, theoretisch gesehen, aber nee. Wir schaffen das schon. Ich habe beim letzten Mal einen ziemlich coolen Persona gemacht, wie ihr vielleicht noch wisst. Ob sich das wirklich gelohnt hat, ob es wirklich so viel bringt, so einer Balsam, der einfach alle ja, AOEs drauf hat. Ich meine, okay, für den Bosskampf ist mir wirklich gar nichts eigentlich, weil wofür sollte ich AOEs nutzen beim Bosskampf? Außer ich vergesse gerade was und er hat AOE, hat noch Ads. Da bin ich mir gar nicht sicher. Werden wir gleich sehen. Ich glaube aber, es ist ziemlich nutzlos insgesamt. Aber trotzdem, ich habe ihn gemacht, ich habe ihn jetzt dabei und das kann nützlich sein. In Zukunft noch. Wenn schon nicht bei diesem Bosskampf. Oh Mann. Habe ich drüber nachgedacht, wirklich nicht. Er wartet uns schon. Ja dann, lassen wir ihn mal nicht lange warten, ja? Lassen wir ihn mal nicht lange warten hier. What the hell? Warte mal, wo kommt dieser Tresor jetzt, was ich hier her? Die standen doch gerade schon vor uns. A safe? This wasn't here the last time we came. Da standen gerade Leute vor uns, wo sind die hin? He changed the entire room so quickly. I guess this palace isn't a bank for nothing. Greetings. Ach, die stehen immer noch da. Welcome to my private city bank. Das sah gerade aus der anderen Perspektive so aus, als wären wir halt direkt vor dem Tresor. Aber nein, da war noch ein bisschen Abstand tatsächlich. Ein bisschen.
I'm surprised you made it here alive. It seems you're quite lucky. Lucky? Don't be ridiculous. We're gonna change your heart and make you confess everything you've done. That'll save all those people who are suffering because of your shitty actions. Even the police are struggling to deal with you, so this'll make the public believe in us too. Those in power work the ones below them to the bone for money. Such is the hierarchy of the world. Just accept your fate as a source of my wealth. We'll never agree to that. And hierarchy? You have to be out of your mind. All of that was forced on me too, you know. I went through shit until I crawled my way out of the dregs. Now it's my turn to profit on everyone else. Still, don't you think you're getting back at the wrong people? What a pitiful man. It doesn't matter whether you're clean or dirty. Only the clever come out on top. The strong and the smart devour the weak. That is the natural order of things. You damn brats who think you know the world through the shit you read online. Er hat es gesagt. Er hat auch damn brats gesagt. Sagen das wirklich jetzt alle? Konnte ich nicht mal drauf achten. Ich habe das Gefühl, dass einfach alle bösen Palastträger damn brats sagen an irgendeinem Punkt. He is utterly hopeless. Ich meine, wir sind halt auch einfach nur damn brats offensichtlich. Sieht man sie an. The fools who get tricked. Fools who have to pay for their foolishness. And if those fools don't learn, or they have to suck it up and stay as plain stupid fools. Will you just shut it already? I guess there's not much point saying anything to you fools. This is where my gracious lecture ends. Now then, I hope you're ready to work as slaves here for the rest of your lives. That's outrageous. I'm gonna swarm all over you and squeeze out every last penny. Also, lass die Transformation beginnen, ha? Lass die Transformation beginnen. Was wirst du wohl? Erstmal auskotzen hier. Holy shit, what the hell? Und er ist eine Fliege! I can take care of this myself! What's up, yo? Now come get some! You filthy fly on dirty money! Get the hell out of my face! Hi! Here we go, you pieces of shit! So ein cooler Dude, so ein cooler Dude. Und erinnert euch noch an das Foreshadowing? Marco hat direkt am Anfang gesagt, dass wir ihn wie eine Fliege zerquetschen werden. Als hätte sie es vorher gesehen, They're naive, they're reckless, and on top of that, they don't even realize how stupid they are. Und das macht uns jetzt Verbrecher, inwiefern? Du meintest sie, glaube ich, nicht illegal. Erstmal. Ich meine, an einigen Punkten sollte es illegal sein, vielleicht, aber. Ja. Was auch immer du sagst, ne? Ja, er als kleiner Roboter, als kleine Fliege, meine ich, reicht noch nicht. Der braucht noch einen Wachroboter für sich, ja? Und zwar ein riesiges, nicht goldenes, sondern silbernes Sparschwein. A pig? Also ein Schwein. Also ein Schwein. Joker, make sure you have us regroup if you think we're at a disadvantage. That thing's a giant. If it attacks us while we're at low stamina, we won't survive. Ach, kein Problem, ich schaff das schon. Wirklich. Pigatron, werde ich schon irgendwie los. Ja, ich meine, eine Schwäche hat er sowieso nicht wie immer, ne? Also, senken wir uns jetzt einen Angriff. Fangen wir direkt damit an. So. Und du konntest jetzt die Verteidigung steigern, ne? Von allen Verbündeten. Machen wir da drauf. Machen wir das auch einfach direkt drauf. Bam. Jetzt würde ich halt gerne noch alle Angriffe steigern können, aber das soll mir jetzt erstmal reichen fürs Erste. Gucken wir mal. Schauen, was man macht. Nicht so viel. Ich muss gleich noch Verteidigung vielleicht senken am besten. Kann ich nicht einschläfen? Wahrscheinlich nicht. Ich gucke jetzt einfach mal. Ja, das blockt tatsächlich. Ich hätte mich überrascht, wenn der einschläfen kann. Ich meine, das ist ein Roboterschwein. Warum habe ich es versucht? Ich weiß es nicht. Na gut, da ging es da schwach. Oh, verdammt.
Trotzdem macht das alles gerade mal nicht so viel Schaden, weil wir haben erhöhte Verteidigung und der hat geschwächten Angriff. Also klar, es ist erstmal nicht so dramatisch alles hier. Hier, das sind die Verteidigung, das würde ich gerne mal tun, damit wir auch Schaden machen können, vielleicht ab jetzt. So. Dann befreien wir dich mal. Und ja, sowieso kann ich Shiro da rausholen aus seiner kleinen Rüstung. Aus seiner kleinen Rüstung, in Anführungszeichen, ja. Aber hey. 161, ja, ich meine, wir sehen schon, das Herz, es wird kleiner, ne? Da geht ein bisschen was weg. Halt nicht sonderlich viel. Mittlere TP-Regeneration und erhöht die Angriffe ein Verbündeten für 3 Runden. Das ist eigentlich nicht schlecht. Ich glaube, das gebe ich ihm mal, weil ich würde gerne, dass er nicht seine TP regenerieren sowieso, weil er hat schon relativ viele Leben verloren. Und dann hat er jetzt auch noch erhöhten Angriff direkt. Und dann machst du sowieso am meisten Schaden, glaube ich, von uns allen. Also nein, eigentlich würden wir dich eher als Fliege bezeichnen gerade. Also wirklich, das bist du nämlich. Eine Fliege. Tatsächlich, der Definition nach, glaube ich. Na gut, vorbei. Ob er wirklich so in die Definition von Fliege reinpasst. Und okay, was macht er jetzt nochmal? Oh Gott, er stellt sich oben drauf. Oh nein, er bereitet irgendwas vor. Don't tell me it's going to roll into us. Oh, das ist das Ding. Das sind solche Momente, wo ich mir denke, soll ich jetzt schon blocken? Oder soll ich jetzt noch eine Runde angreifen und dann blocken? Das weiß man halt nie so genau, ist das Ding. Nie so genau, wie ich es gerne wüsste, jedenfalls. Okay, ich blocke auf jeden Fall mit mir. Ich gehe auf jeden Fall mit mir in Deckung. Deswegen gehe ich auch mit dir in Deckung. Du greifst bitte trotzdem einfach noch an. Einfach nur aus Prinzip. Einfach, um es mal gesehen zu haben. Du kannst gerne auch noch angreifen, meinetwegen. Oder noch irgendwas Wichtiges, was ich tun wollen würde vielleicht. Ich habe keinen Plan. Gib mir doch bitte nicht auf die Nerven gerade. Warum kann ich nicht auf ihn draufschießen da oben? So, das macht übrigens nicht so viel Schaden, aber nur, um es mal getestet zu haben. 52 Schaden kann man auch machen. Okay, er greift damit sofort an, jedenfalls übrigens. So, aber es tötet uns gar nicht. Es ist gar nicht mal so schlimm, weil wir gerade seinen Angriff gedebufft haben und unsere Verteidigung gebufft haben. Ich erinnere mich halt daran, dass es mich damals gewarnt hat. Aber so jetzt dann offensichtlich doch nicht. Wenn man es richtig vorbereitet, ne? So wie ich es jetzt getan habe, ganz zufällig. So, womit kann ich jetzt den meisten Schaden machen, ist die Frage. Stärke 16 hast du. Stärke 18 ist du. Stärke 21 ist du. Schädelknacker. Ja, das können wir machen. Ich glaube, das wäre das Stärkste gerade, was ich habe im Angebot. Was ich im Angebot habe, natürlich. Ja. Es kommt davon, wenn man so schnell redet, wie ich es tue. Dann weiß man gar nicht, wann man welche Worte verwenden soll. Dann verwendet man schon Worte, die gar nicht an dieser Stelle des Satzes kommen. Und dann muss man den Satz auch irgendwie zu Ende bringen, ohne dass es irgendwie noch Sinn ergibt. Eigentlich. So, ich könnte mal gucken, dass ich einfach heile, aber ich habe keine AOE-Heilung, ne? Ah, die Rama brauche ich jetzt nicht unbedingt eigentlich. Aber vielleicht trotzdem auf Yusuke, bitte. Der Lunge aufgehoben, ja, das muss ich dann gleich wieder nachbauen in der nächsten Runde. Also als erstes, aber vorher mehr Schaden. Ja, wir machen richtig gut, ja, Schaden eigentlich. Also das ist gar kein Ding gerade. Wirklich nicht. So, das gerne noch auf Makoto. Ich selbst das auch machen können, ja egal. So ein Dia. So ein Dia hat eh nicht so viel gebracht. Es kommt das schon wieder wirklich so schnell schon wieder. Na gut, das bringt uns nicht um. Das bringt uns halt echt nicht um. Also muss ich jetzt eigentlich nicht so viel dagegen tun. Oder können wir jetzt eh was anderes machen vielleicht? Können wir versuchen. Ich muss ihn ablenken, ne? Oder andere Lösung, was? Ja. Ah, das war's. Okay, dreh sie schneller. Los, lass uns irgendwas werfen. Okay, machen wir. Los, was denn? Du bist gerade nutzlos von allen. Also nichts gegen dich, aber ist halt so. Da geht's nur darum, wer werfen kann. Okay, das war jetzt irgendwie keine Herausforderung, das zu machen. Oh, kommt jetzt einfach raus, oder was? Oder saugt er das jetzt einfach rein? Er saugt jetzt einfach rein. Durch seine Nase. Oder seinen Mund, oder? Nee, ist seine Nase. Stimmt, das ist seine Nase bei dem Schwein da so an der Stelle eigentlich. Du weißt schon, dass wir die meisten Schätze, die wir dabei haben, aus
deiner Bank geklaut habe einfach, ne? Gerade aktuell, weil alles andere hatte ich schon verkauft davor. Das heißt ja, alles, was ich gerade dabei habe an Schätzen, kommt aus deinem Palast. Ich hinterfrage das nicht. Das war irgendwie ziemlich unnötig. Wofür gibt diese Mechanik? Das kann man ja quasi eh einfach jetzt umgehen. Oder wie kann man das jetzt immer machen? Jedes einzelne Mal? Ich bin mir nicht sicher. Egal, ich buffe erstmal die Verteidigung, denke ich mal, neu, oder? Ich denke mal, der Buff ist schon bei allen jetzt weg. Hab ich jetzt auch richtig verstanden. So. Verstärkt, verstärkt, verstärkt. Auf allen. Sehr schön. Ich weiß halt nicht, was passieren würde, wenn es teilweise noch drauf wäre. Ob das einfach, ja, nicht gebufft werden würde, dadurch automatisch. Ob es einfach abgebrochen würde, von wegen, hat den Buff schon, hat den Buff schon, hat den Buff schon, oder ob es verlängert werden würde. Ja, du kannst einfach weiter draufhauen, du kannst heilen. Ja, hau drauf, du. Du bist gerade wirklich ziemlich nutzlos in dem Kampf, muss ich zugeben. Hätte ich lieber Beauty noch mitnehmen sollen oder so. Nein, kannst du nicht. Also macht er nicht mal was, oder was? What? Was ist hier los? Das ist ja ein Witz. Also, der muss noch eine zweite Phase haben. Der muss noch irgendeine krasse zweite Phase haben, von der ich gerade nicht spontan irgendwas weiß. Vielleicht ist er mal für den Schwein besiegt, vielleicht kommt er dann halt noch raus, also, das kann gut sein. Aber, du wirst jetzt auch nicht, was genau dann los ist hier. So. Erstmal wieder den. Nee, Angriff senken kannst du nur. Konnte ich aber auch wieder machen, langsam mal. Ich würde aber gerne wieder den Angriff von Yusuke steigern und so weiter und so fort. Ach, das konnte ja auch. Konnte sie auch, ne? Ja, doch, das konnte sie auch gekonnt haben. Metabolische Welle. Boah, das auch noch ohne Vorwarnung. Okay, das hat doch gar keinen Schaden gemacht. Tut mir leid. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Warum auch, ne? Warum mache ich mir hier Sorgen? Ist ja unglaublich. Unglaublich unnötig gerade. Ja, du kannst nichts, was ich gerade brauche. Hau einfach drauf. Bam. Mach du weiter mit deinem Schaden. So, und du kannst das hier nämlich, das war es nämlich, was ich genutzt hatte gerade schon. Der komische Pokal. Angstgas. Oh. Ich weiß nicht, ob das Angstgas oder... Okay, gut. Oh Gott. Oh Gott. Das war... Aber eine sehr, sehr schöne Animation dafür. Das sah sehr... ui aus. Sehr, 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 sehr uiuiui. Aha, ich glaub's dir. Ach, ich wollte gerade mit Joker die Verteidigung debuffen, ne? Gut. Soll mir recht sein. Der ist gleich tot. Mal sehen, ob noch was kommt. Vielleicht sollte ich den vorher mal heilen, langsam. Kann ich jetzt schon heilen? Nee, du bist doch mitgenommen hier. Raketenparty! Uiuiui. Ich hab grad ein bisschen Sorge tatsächlich, denke ich mal. Okay, wir sind ausgewichen sowieso zum Großteil. Das ist alles nicht so schlimm, das ist alles nicht so schlimm. Genau, sämtliche Verteidigung machen wir mal eben. Und dann bringen wir es jetzt zu Ende. Irgendjemand. Du kannst mal ganz kurz mich heilen, damit ich nicht irgendwie sterbe zwischendurch. Ich meine, der macht nichts Schlimmes irgendwie, aber... Auf alle Fälle, ne? Man weiß ja nie, was noch so kommen kann. So, angreifen tut's aber noch. Metabolische Welle nochmal. Ja, ich spule mal ein bisschen vor jetzt, ne? Wir können das gerne so zu Ende bringen, halt wegen mit Autoangriffen. Obwohl ich nicht Morgana meine. Der macht jetzt keine Autoangriffe. Wenn ihr versteht, was ich meine, weil er ist ein Auto. Der Macht des Geldes. Okay, dann mach mal mit deiner Macht des Geldes Spezialschutz. Ach, was? What? What's up? I paid these guys off. And now they're gonna clean you up. Die sehen ziemlich blöd aus, aber warum ist da Blut in seinem Schild? Das macht ein bisschen Angst. They're super duper powerful. And super duper fly. A totally invincible wall. Oh, how is this dealing with us yourself? Hey guys, their numbers may be growing, but we can't let that get to us. Natürlich nicht. Schlaflied. Steht uns jetzt. Oh shit. Okay, es wird aber nur einer getroffen. Nur Yusuke. Und technischer Schaden. Gut, dann ist er auch direkt wieder wach. Dann ist ja gar nicht so schlimm. Oh, lass mich aber bitte leben noch. Bitte noch leben lassen. Danke. Verteidigung senken. Ich meine, will ich die Ads loswerden oder ihn loswerden? Das ist jetzt die Frage, ne?
würde jetzt eigentlich direkt weiter auf... Oh, okay. Aber ich habe seine Verteidigung verringert, also gar nicht so schlimm. Ja, dafür hat er die beiden Schilder in seinen Armen, natürlich. Come on. I told you they're an invincible wall, right? Welcome to the power of cash. Also davon, dass sie unzerstörbar sein sollen, bin ich so nicht so ganz überzeugt. Ich werde die schon noch kaputt kloppen, wahrscheinlich. That shield move is a real hassle. We can try to take down those minions, but Kaneshiro's not lying when he says they're tough. In that case, why don't we just put them to sleep? They're not awake, they can't get in our way. Morgana, warum sagst du mir die Taktik vor? So langweilig. Ja, ist ein guter Plan natürlich, aber das hätte ich auch selbst drauf kommen können. Also wäre ich wahrscheinlich nicht, aber ist doch langweilig, wenn du es mir einfach sagst, dann habe ich doch gar keine Möglichkeit mehr zu taktieren halt und so. So, heilen. Du bist an deinem Limit. Ach. Wie auch immer du meinst. Was, wenn ich eine AOE nutze? Ja, du blockst wahrscheinlich trotzdem, ne? Dann heilen wir mal eben mal kurz uns selbst. Ich meine, wir haben genug Sachen davon in die Richtung. Ich will auch gar nicht alle heilen. Ich will nur dich heilen eigentlich gerade. Wo sind denn die ganzen Items? Ich weiß nicht, welche gut sind. So, stellt alle TP eines Verbündeten wieder her. So, das darfst du gerne nutzen. Danke. Die sind so unübersichtlich. Die haben alle so komische Namen. Nicht so übersichtliche, wie Entrails aufkürzt hier übrigens, um das nochmal ganz kurz anzusprechen. Und da kann man sich das irgendwie merken, was die einzelnen Skills können. Die einzelnen Items, weil ich mag gar keine Skills. Ach toll, jetzt bin ich eingeschlafen. Großartig. Oh komm, es ist nur noch einer wach. Von zwei. Ich weiß auch nicht, was das gerade für ein Argument sein sollte. Tatsächlich. Und zwei von uns sind gerade nicht kampffähig, ja? Ich weiß, ich bin schon wieder kampffähig, ja. Toll. War also gar nicht so schlimm. Warte mal hier. Marin Karin will ich nicht unbedingt. Ich will Domina. Da. Jack Frost. Mach nochmal. Und noch einer schläft. Kann sein Persona nicht nutzen, aber das ist mir doch egal, oder? Heißt nur, er kann ja keine Magie nutzen oder kann er auch keine starken physischen Angriffe nutzen? Ich weiß nicht, ob die bei zu Persona dazu zählen halt. Ich guck einfach gleich mal. Ich lass mich einfach mal überraschen, ja? Und jetzt kann ich ja eigentlich mal auf dich da drauf gehen. Bam! Oh, er hat aber doch einige Leben eigentlich. Okay, kann Persona gar nicht nutzen. Das ist schade. Das ist sehr, sehr schade, weil das war natürlich gerade ziemlich unnötig, dass ich jetzt mit Yusuke dran bin. Tatsächlich. Resistent gegen physische Angriffe auch noch. Vielleicht fäll ich dich halt auch ein. Schlaft jetzt alle. Was soll's? Ach, ja, das füllt dein Leben natürlich auf ein bisschen. Auf das Keller schläft, du schläfst auch. Frag jetzt, wie lange schlaft die? Keine Ahnung. Technischer Schaden? Technischer Schaden, würde ich sagen. Bam. Trotzdem 45 Schaden. Oh, wow. Ich muss ihn gleich debuffen. Das ist so nicht wirklich sinnvoll gerade. Das hier trotzdem noch. Erstmal. Ja, geh drauf da. Bam, macht er trotzdem ganz gut Schaden. So, jetzt buffe ich erstmal wieder Yusuke. Und lieber für gleich Kaneshiro. Ich hoffe, dass sie bis dahin nicht wieder wach sind, weil mittlerweile sind... Oh, was hast du getan? Achso, steckst du in Verteidigung? Ja, who cares? Okay, ist wieder wach, aber... Und haut direkt ins Gesicht hier. Aber, ja, du kannst... ich würde gerne Verteidigung debuffen, aber geht halt nicht. Man muss halt Prioritäten setzen. Man muss Prioritäten auf jeden Fall setzen. Irgendwo, irgendwie. So. Jetzt mal Schaden wieder. Ist auch nicht so viel mehr, ne? Ist auch echt nicht so viel. Ich glaube, Magie ist gerade echt sinnvoller. Leider. Auch mit dem... Angriffsbuff. Und jetzt schläft er sowieso. Oh, nicht mehr. Ich finde es ganz interessant, dass sie die immer wieder aufwecken. Ich meine, ja, es macht Schaden. Klar, es ist nicht so Schaden, aber... Würde mich mehr stören, wenn die weiter schlafen würden, als wenn die sie wieder aufweckt und sie ein bisschen Schaden dafür bekommen. Also, gibt's Schlimmeres halt. Kaneshiro brennt, was kann ich dafür Sachen machen? Das macht wahrscheinlich technischen Schaden. Top. Weil brennt ist ja noch was anderes als Schlaf, also das ist ja doch wichtiger. Weil brennt ja macht auch ein bisschen Schaden, aber damit mache ich halt mehr Schaden. Oben drauf. I guess, mache ich das wahrscheinlich. Und außerdem habe ich eh nichts zu tun, aus den anzugreifen gerade. Ja, will ich irgendwas. Oh, du kannst mal dran sein jetzt. Denn du kannst jetzt das hier machen, weil das macht gesteigert nach Übergabe. Man ist sowieso immer gesteigert, der Angriff, aber das ist anscheinend noch mehr gesteigert. 266, dann nehme ich direkt. Lass es regnen. Was denn? Geld? Oh Gott, Geld ist nett eigentlich. Geld kann ich gerne mitnehmen. Oh Gott.
the fuck? Okay, ich muss das. What? Hör auf. Was soll das? Lass das. Warum machst du das zweimal hintereinander? Wie kannst du das zweimal hintereinander machen? Was ist das für ein Blödsinn? Hä? Was? Du hast kein Geld mehr? Oh nein! Das tut mir jetzt aber leid. Vertrag wegen Geldmangel gekündigt. Vor allem überall um ihn herum liegt einfach Geld rum. Oh nein, mein Geld ist mir ausgegangen. Was soll ich nur tun? Wow. I guess relationships built on money don't mean anything once the wealth dries up. Shit. I screwed up. You're out of options here. Why won't you accept your fate already? Okay, ja, das ist doch auf jeden Fall neu gewesen, diese Phase. Ich konnte mich noch nicht daran erinnern, aber jetzt bin ich mir sehr sicher, dass ich mich daran nicht erinnere. Wegen Geldmangel gekündigt ist schon. Oh, ja, ja, ja. Showtime. Zeig her. Als großes Finale hier. Okay, das war sehr, sehr awesome, vor allem weil Ryuji echt inkompetent ist. Ach, schön. Ich muss doch, glaube ich, gar nicht mehr eifersüchtig sein. Oh, I know. There's still money inside Pitytron. Gotta get back in there. Nein, am Arsch. Achso, kannst du jetzt einfach hochjagen, wie du drin bist? Nevermind, es jagt sich von selbst hoch tatsächlich. War doch schon ein bisschen beschädigt, nicht wahr? So, geben wir direkt 20.000 Yen dafür. Ist zwar ein bisschen lächerlich dafür, wie viel Geld hier eigentlich wirklich rumliegt, aber gut, ich sag nichts. Und Level Up für anscheinend alle einfach. Ja, diese Power. So, noch ein paar neue Skills, ha? Oh, da muss ich jetzt erstmal was austauschen, ha? Ja, dann tausche ich dir aus, ne? Was macht das denn nochmal? Ach ja, klar. Patra. Halb benommen. Ja, das. Ja, ich nehme mal Dia weg. Nehmen wir Dia weg. Okay, gut, nehmen wir. Schön. Feuerbruch. Ach ja, klar. Bin hat Feuerresistenz. Energieschauer. Halt andere Sachen. Klar, meinetwegen. Schade, das Wecker sind so selten ein Problem irgendwie, ne? Dass sich das kaum lohnt, diese Skill zu haben, eigentlich. I'm not gonna let anyone have it. This is my money. Ja, dein Geld, na, ganz sicher dein Geld. You stole it all from innocent people. Fine. I'll call off the debt. Fine? You're still sounding pretty condescending. You're right. I'm a poor, ugly idiot. How am I supposed to live a normal life like this? It's all because of our society. Ja. People can't lead a happy life, no matter what they do. Die Gesellschaft ist einfach dran schuld. Da hast du vollkommen recht. Das gibt Sinn. Yeah, none of this is my fault. Ja, du bist auch nur ein Opfer der Gesellschaft. The more you talk, the more pathetic you sound. I just wanted a place where I could belong. You get that, don't you? Bullshit! All you did was surround yourself with people you could use, solely for some easy money. And you think you're the only one who's got to deal with being labeled? Me and all these other guys, we're all fighting against that. But don't worry, you'll finally have a place you belong, somewhere you can make amends for the rest of your life. We're gonna do something about that distorted heart of yours, free of charge. I'm glad you understand. Now hurry up and return to the real Kaneshiro. Seriously? You guys don't have any tact, especially with that incredible power. These palaces could net you loads of cash. You could do whatever you wanted to people's hearts. We're not like you. Where do you find meaning in that naive sense of justice? You know, there's already someone out there taking full advantage of what palaces have to offer. Uh-huh, was du nicht sagst. What? I'll let you in on a little something. Doch nicht etwa jemand mit einer schwarzen Maske. There's a criminal using other people's palaces to accomplish whatever they damn well please. They don't care about consequences. Psychotic breakdowns, mental shutdowns, anything goes. Is that the same person Madarame's shadow spoke of?
spill it! Who are you talking about? Don't even bother. You are nothing compared to them. Better be careful. A chance encounter with them could prove fatal. Was du nicht sagst, aber erstmal. Grab the treasure. There's no time. Rückstempel das jetzt zusammen wieder, wie immer. Wait, what? Ja, Morgana hat so ein Ding für Schätze, hinterfrag es bitte einfach nicht. Ja, ja, wirklich wieder. Danke. Keine Ahnung, wirklich nicht. Das ist wieder unser Auto. Ja. Enough already. Let's get it in, everyone. Du bist kein Tier, du bist ein Mensch. Hast du gerade selbst gesagt, ja? Hast du gerade selbst gesagt, du bist ein Mensch. Offensichtlich. Okay, all set. Wait, there's no road. Warum auch? Wer braucht schon eine Straße, wenn man ein fliegendes Auto hat? Du kannst auch fliegen, oder? Ja, 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 doch, ganz sicher. Und wir landen einfach mitten auf dem Gehweg. Hat das jetzt niemand bemerkt? Wundert sich niemand, was hier los ist? Ich weiß nicht, inwiefern wir hier aufgetaucht sind. Ich kann es mir absolut nicht vorstellen. Oh, I think I cracked my ass. On, are you alright? Is yours cracked as well? Of course not! Haben sie den Witz ruiniert? Haben sie den Witz ruiniert? Sie haben den Witz ruiniert. Ich habe darauf gewartet, auf die Zeile. Aber sie haben ihn einfach ruiniert. Warum soll dein Hintern geprellt sein? Warum ist das... Das ist doch nicht der Witz dahinter. Makoto. Nein, so funktioniert das nicht. Oh, ich bin traurig. Hört nochmal ganz kurz zu, okay? Oh, I think I cracked my ass. Aha. On, are you alright? Is yours cracked as well? Isn't it supposed to be, though? Okay, habt ihr verstanden? Das ist lustig. Also ich fand es ziemlich lustig. Jetzt nicht mehr, jetzt ist Deutsch. Oh Mann. That's not what I mean. More importantly, it's dangerous for us to just charge out like that. Everyone's staring at us. Sie haben schon irgendwas gemerkt. Ich bin mir nicht sicher, was sie gesehen haben. Also offensichtlich nicht, dass wir aus einer anderen Welt aufgetaucht sind oder sowas in Richtung, aber trotzdem sind wir irgendwie einfach hier gelandet. I wouldn't say nobody. That oh. Briefcase. It appears to have been the cause of Morgana's demise. Ich glaube nicht, dass Morgana tot ist. That's not what I meant. Isn't that Kaneshiro's? You mean his treasure? Hey, the light's red. Where should we open it? How about at karaoke? We'd have security cameras to worry about there. Oh, I got the perfect place. That's right. I was just in the mood for some coffee too. And we need to fix Morgana up. So warm. Natürlich kommen einfach alle zu mir. This place is oddly calming. Warum können wir nicht zu wem von euch gehen? Ich meine, okay, zu Makoto gibt Sinn, dass wir da nicht hingehen, aber hat niemand von euch anderen Platz oder so? Und was liest du da eigentlich, Ryuji? Woher hast du das? It's sealed by a rotary lock. A rotary lock, huh? I knew it. How did you get that? I simply memorized the combination. Well, that's scary, but amazing too. Oh, that burns! Hey, hurry up and open it! Huh. Das ist Geld. Das ist tatsächlich Geld. Das ist echtes Geld. I believe one stack is 1,000,000 yen. Okay, dann können wir uns jetzt eine ordentliche Party leisten diesmal, ne? Das ist echtes Geld, das ist halt jetzt die nächste Frage, ne? 30 million yen. Even after splitting it, we still each get 5 million. Holy shit.
It's gonna be deluxe pork soup combo for me from here on out! You have to think bigger than that. Not to bring down the excited mood, but does this money look real to you? Was bringt uns das denn dann? Warum waren die anderen Schätze so echt? Warum wird so Fake-Geld bekommen? What? Okay, wir haben einen goldenen Koffer bekommen, der könnte auch noch verkauft werden, vielleicht, aber kommt schon. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Children's Bank! Aber das ist doch keine Kinderbank, da ist doch keine Shiro drauf. Das ist cool. For real? Sogar mit Schnauzer. Na gar nicht, hat in Wirklichkeit. I guess this represents how everything he did was an act to make himself seem tough. Auch schön, wie Makoto einfach sich gar nicht aufregt, sondern nur so denkt, das könnte die metaphorische Bedeutung dahinter sein. Well, hey, at least it feels like we totes busted this case, right? What ja, do you mean? Immerhin. Is busting a case good or bad? Wir haben es gut gemacht, okay? Both. To think the reward for the Phantom Thieves is feeling they totes busted the case. How funny. Das ist das erste Mal, dass Makoto lacht. Ich glaube schon, dass es das erste Mal ist, dass sie lacht, oder? Och, Mann. Hold on a second. Even though the contents are nothing more than trash, the case itself is quite nice. Okay, dann ist es tatsächlich das. Wow. Wow, super. Alright then, let's sell it. Glad we got that sorted. Ja, beruhig dich, Ryuji. By the way, Morgan. Als hätte man das Geld so nötig. Have any of your memories returned? No, not at all. Come on. Did that hit to your head make you forget even more? It's easy for you to talk. You're not the one who lost your memories. You have amnesia? Something like that. He does remember searching for treasures, though. I hope your memories return soon, then. So, what happens next? First, we wait for Kaneshiro to have his change of heart. Oh, it's gonna be big this time. People are gonna make a huge deal out of it, for sure. Hey, you know what Kaneshiro said at the end there? About that criminal using the metaverse? Yes, I was bothered by that as well. Das wird wohl derselbe sein, den Madarame auch schon erwähnt hat, ha? Kommt schon, Leute. No point mulling over it now. Let's wait and see how Kaneshiro's change of heart goes first. We should probably just lay low for a while. I never thought I'd hear those words coming from you. Scheint, als würde sich da über die verschiedenen kleinen, in sich geschlossenen Story-Arcs doch schon eine größere Story aufbauen, nicht wahr? Die irgendwann zu einem größeren Antagonisten führt, der alles verbindet. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber ich glaube, das hat das Spiel vor. Ja, das hat das Spiel vor, tatsächlich. Und das dauert halt ewig, bis es damit dann anfängt. Bis dahin sind es halt dann nur über die kleinen Arc-Stories, die nicht schlecht sind, die cool sind, nett sind. Außer der jetzt halt, das werde ich gleich vielleicht nochmal ansprechen, warum mir der Arc so am schlechtesten gefällt, aber naja. This incident happened at the school you're supposed to be presiding over. Excuse me, sir? Du bist also derjenige, der den, Direktor bedroht oder sowas in die Richtung, nicht wahr? Interessant, interessant. Warum? I need to speak with you at once regarding the fishing organization operating out of Shibuya. Fine. I hope you remember who gave you that position to begin with. Our other operative gave us a list of candidates without delay. How different from a certain someone? Yes, of course. Please continue your investigation. Ihre Ermittlung, ne? Als würde er irgendwas machen. Dieser dreckige Bastard. Wir haben getan, was wir konnten, richtig? Jetzt müssen wir nur noch die Ergebnisse abwarten. Was wohl passiert, wenn er seinen Gesinnungswandel hat? Glaubst du, er wird sich der Polizei stellen? Das halte ich für unwahrscheinlich. Hoffentlich erzählt er der Polizei alles. Ja, nicht so wie Madarame, der irgendwie ein paar Sachen noch geheim gehalten hat, nicht wahr? Naja, einige Dinge bereiten mir immer noch Sorgen, aber ich glaube, wir haben gute Arbeit geleistet. Ja, stimmt. Ja, oder? Schließlich haben wir uns einem echten Kriminellen gestellt. Ja, wir haben es geschafft, das Herz eines namhaften Gesetzesbrechers zu stehlen. Ich kann es kaum erwarten, Akechis Gesichtsausdruck zu sehen, wenn er die Neuigkeiten hört. Ich hoffe einfach, dass ein paar Leute wieder Hoffnung schöpfen, wenn sie davon hören. Da ist aber noch eine Sache, die mir Kopfzerbrechen bereitet. Meinst du, dass jemand das Meta-Universum für seine bösen Machenschaften benutzt? Das könnte es sein, tatsächlich. Ja, denken wir da mal später drüber nach. Erstmal wird gefeiert, demnächst wieder. Na gut, erstmal wird gewartet und dann wird gefeiert, ne? Ja, so rum ist, glaube ich, die richtige Reihenfolge leider. Public opinion of us should skyrocket after this. Ja, tatsächlich. Kann ich noch was machen heute?
Heute kann ich noch was machen. Dann, es regnet, dann können wir eigentlich ganz gut lernen, würde ich sagen, ne? Wäre wahrscheinlich das Sinnvollste. Das ist wirklich, glaube ich, der langweiligste Arc von allen. Persönlich, einfach storytechnisch, weil... Erstens war der Antagonist so schon nicht wirklich interessant, weil es halt wirklich nur, ich bin böse, ich bin ein böser Verbrecher und mache halt so Standardverbrechen. Ich ziehe halt Kinder ab und so. Ja, 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 das ist böse, klar. Aber bei den anderen war es ein bisschen interessanter, inwiefern die böse waren. Da gab es immer so einen kleinen Twist dahinter von wegen, was genau jetzt damit jetzt wirklich auf sich hatte, was die wirklich gemacht haben und wieso sie das wirklich gemacht haben, teilweise auch. Also bei Madarame zum Beispiel gab es halt vor allem einen ziemlich großen Plot-Twist dahinter. Und es hat sich einfach immer gesteigert. Man hat immer mehr gemerkt, wie böse die wirklich sind. Und klar, Kaneshiro ist böse, aber das hat man von Anfang an gesehen. Einfach, er war halt ein Verbrecher. Und man, es war von Anfang an klar, was er gemacht hat. Und es wurde irgendwie nicht schlimmer. Es war einfach das, was er halt gemacht hat, was man dann direkt gesehen hat. Und dann, das ist eigentlich das viel größere Problem, was ich damit habe tatsächlich. Er hängt als einziger Palastinhaber in diesem Spiel mit keinem der Charaktere wirklich zusammen. Kamoshida war voll relevant. Der hing sowohl mit Ryuji als auch mit Ahn zusammen, direkt storytechnisch. Man hat vor allem über Ahn und ja, eigentlich auch über Ryuji, eigentlich über beide ziemlich viel dadurch erfahren, einfach über den Story-Arc mit Kamoshida. Dann ist halt die ganze Sache mit der Freundin von Ahn passiert, die Ahn auch total beeinflusst hat und so weiter und so fort. Das war voll relevant dafür. Madarame noch mehr. Madarame war der Typ, bei dem Yusuke gewohnt hat. Und das hat total die riesigen Auswirkungen auf Yusukes Leben jetzt gehabt und seine komplette Art einfach. Und das wird bei zukünftigen Palästen auch wieder so sein, dass sie einfach direkt mit den einzelnen Charakteren, die halt noch dazukommen und so weiter und so fort, zusammenhängen werden. Mit ihren jeweiligen Backstories, sodass wir nicht nur über diese irrelevanten Verbrecher erfahren, die dann für diesen einen Arc da sind und danach halt nie wieder auftauchen, sondern nebenbei auch noch über unsere Hauptparty, die dann weiter dadurch charakterlich ausgebaut wird. Klar, auch Makoto, die jetzt hier in diesem Kapitel, in diesem Arc dazu kam, wurde hierdurch ein bisschen ausgebaut, hat sich verändert, klar, hat dadurch Entwicklung durchgemacht. Aber nicht durch Kaneshiro an sich. Dass es Kaneshiro war, um den wir uns gekümmert haben, war komplett Zufall, weil sie der Direktor dazu gebracht hat, das halt machen zu müssen. Jetzt, als kleine Aufgabe für sie, weil sie dafür halt gut gebraucht werden kann, I guess, was auch immer. Das hat nichts mit ihr an sich, mit ihrer Backstory zu tun, dieser Charakter. Der ist komplett irrelevant für uns alle und wird niemals wieder irgendwie eine Rolle spielen. Madarame wird immer in Yusukes Kopf bleiben. Der wird immer mit Yusukes Vergangenheit zusammenhängen. Genauso Kamoshida immer mit Ahns Vergangenheit und auch mit Ryujis Vergangenheit. Vor allem eigentlich sogar mit Ryujis, wenn ich drüber nachdenke. Naja, und deswegen keine Ahnung. Da ist Kaneshiro einfach total irrelevant gegen. Das finde ich ein bisschen schade. Wahrscheinlich das Potenzial für einen Palast. Also wenn ich drüber nachdenke, welche Paläste man weglassen könnte, storytechnisch, dann eh ist in diesen. Den hätte man einfach schneiden können, finde ich. Und die Story mit Makoto dann irgendwo anders einbringen können. Meinetwegen. Same with Kamoshida and Madarame too. They hurt and exploited others just to satisfy their desires. Still, ich meine, there were people ganz realistisch gesehen, their terrible deeds, weren't there? Makoto bekommt jetzt wirklich von allen Charakteren aus der gesamten Party die meiste Screentime und die relevanteste Screentime und wird am meisten ausgebaut. Deswegen ist es halt auch ein sehr beliebter Charakter und deswegen mochte ich sie auch damals sehr, sehr gerne, weil sie einfach der realistischste und am besten geschriebenste Charakter war, der am meisten Szenen bekommen hat. Auch zum Beispiel halt immer wieder, dass wir, was bei ihrer Familie so abgeht, sehen, was sie mit ihrer Schwester immer zu Hause macht. Klar, das hängt auch damit zusammen, dass Sai, also ihre Schwester, auch ein relevanter Charakter ist und später noch wird und wie sie auch schon in der Hauptstory getroffen haben, klar, dass sie uns mal verhören wird. Logisch, dass es damit zusammenhängt. Aber dadurch wird Makoto halt viel stärker ausgebaut als alle anderen Charaktere, wo wir das nicht so wirklich bekommen in dieser Form. So gar nicht. Und das ist total ungerecht eigentlich. Deswegen fände ich es voll okay, den Dungeon hier rauszunehmen und Makotos Geschichte einfach so anders nebenbei reinzuwerfen. Wäre kein Problem gewesen. Hätte man machen können, finde ich. Hätte man mal eben 5 bis 10 Stunden, ja eher 10 Stunden Spielzeit sparen können. Die das Spiel, finde ich, nicht so wirklich voranbringen. So, ich habe überhaupt nicht aufgehört, was du gesagt hast, tut mir leid. Wahrscheinlich wollen sie, ja. Ich weiß nicht, was du sagst, worum es geht. But they don't have the courage? Humans are so weak. Humans. Ja, du bist schwach, Morgana. Do you think I'll really be able to become a human? Katzen sind viel stärker, warum willst du keine Katze bleiben? Some memories came back. I tried to force myself to forget, but I really may not be human. Oh nein, du bist ganz sicher ein Mensch. Sei einfach zuversichtlich. Who do you think you're talking to? Mit dir, Morgana. Now that I think about it, I gotta be human.
I am the core of the Phantom Thieves, after all. Was hat das mit irgendwas zu tun hier? Hä? Wovon redest du? Aber klar, unsere Verbindung steigt. Taschendieb. Chance auf Gegenstandserwerb bei einem Nahkampfangriff Jokers. Nett. Sehr nett. Was hat das mit dir zu tun, Morgana? Weiß ich nicht, aber... Habe ich jetzt halt. Kann ich jetzt halt. Kleine diebische Katze, du. Hast du auch so eine krasse Diebesmaske auf? Dauerhaft. Wobei das ja auch nur dein Palastaussehen eigentlich. Ich weiß nicht, warum da nicht einfach ein Bild von der normalen Katze ist, aber gut. Ich meine, wir sehen ja außerhalb des Palastes auch nie unsere Bilder unten links in der Ecke von unserem Phantom Thief Outfit aus den Palästen, oder? Also von daher verstehe ich es nicht so ganz. Aber soll mir recht sein. Erstmal wieder ein kleines Gespräch mit Igor, der mir einfach nur wahrscheinlich wieder Glückwünsche ausrichten möchte, ha? Oder auch irgendwas Relevantes, warum nicht hier? Ja, ja, für die Fresse. You've defeated the repulsive fiend of gluttony this time. Well done. I am glad to see you have devoted yourself to your rehabilitation. You are not worthy of such kind words, inmate. I suggest you treasure them. Do you recall the whispers about that strange man? Naja, dieser seltsame Mann im Meta-Universum, ha? Even a chicken could remember something that important. Don't sound so cocky about it. Was denn frech, hä? This is about the cases of those people who shut down, is it not? Indeed. I speak of another with powers similar to yours. If you are to complete your rehabilitation, you may encounter him eventually. Yet another thing for me to look forward to. It would be greatly troubling if you were to not strengthen your abilities. I shall grant you an ability befitting of your newfound growth. Consider it a gift. Wie nett von dir, wie nett von dir. Also, was lernen wir? Hoher Arcana-Schub. Erhöht den EP-Bonus, den die Arcana-Schub gewährt. Das ist sehr, sehr nett. Das ist sehr, 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 sehr nett, tatsächlich. Da wollte ich mich drüber beschweren. Da wollte ich gar nicht drüber beschweren. Return to your world. Mach ich. Gute Nacht, meine Freunde, gute Nacht. Und guten Morgen, eher gesagt, wieder. Dann geht's gleich. Samstag. Erstmal noch eine Nachricht von wem, ha? Huh? Oh, ein Anruf sogar. Oh, hi. It's me, Makoto. Were you sleeping? Nee, alles gut. Ich muss ja eh gleich zur Schule, glaube ich. Thank goodness. There's something I feel I should let you know. Kaneshiro contacted me. Kaneshiro? He said he's calling off our debt. It seems he's disposed of all the photographs as well. Top. And, my sister and her team have taken him into custody. What? It appears they did not want him to disappear, if you know what I mean. His group was called a mafia, after all. I wouldn't put silencing him past them. Does this mean we were successful in changing his heart? It's hard to say for sure yet. Aber selbst wenn nicht, haben wir alles geschafft, was wir wollten. Er ist ja zum Gefängnis, also... Wo ist das Problem? Eigentlich muss er gar nicht mehr gestehen unbedingt. I see. What about those psychotic breakdowns that Kaneshiro mentioned? I'm not sure. But I assume he was talking about the incidents that have been all over the news lately. It really may be related to the other person who has been entering palaces. True. That said... All we can do now is wait until Kaneshiro's change of heart becomes clear to us. Thank you. Nicht zu danken, nicht zu danken. Gut. Das wäre ein weiterer Story-Arc an sich erstmal gewesen. Ihr wisst es vielleicht schon, was denn? Aber Direktor Kobayakawa, ich hasse seinen Namen, hat mich beauftragt, nach dem Schuldigen zu suchen. Schuldigen, ja, uns meint natürlich... Bitte versucht eine Weile nicht aufzufallen. Übrigens verbringe ich meine Zeit meistens im Schülerratszimmer. Wenn es mal einen Notfall gibt, kommt einfach zu mir. Wohin du meinst, wir können da deinen Confidant anfangen, was ich ohne euch machen werde, aber es ist ein schöner Confidant, weil es ist Makoto. So, mal gucken. Wir könnten mit Ahn und Yusuke Zeit verbringen. Mit Ahn oder Yusuke, nicht mit beiden davon am besten. Wir wollen ja nicht übertreiben. Dann würde ich sagen, gehe ich mal eben einfach alleine zu Yusuke und dann beende ich sowieso gleich den Part. Haha, hab euch verarscht. Oder ich habe auch einfach meine Meinung gewechselt, weil ich gemerkt habe, dass ich den Part doch noch ein bisschen weitermachen könnte, wenn ich wollte. Und dann dachte ich, okay,
Wenn wir schon die Möglichkeit haben, machen wir mit Arne jetzt wieder weiter. Hat ja auch schon wieder eine Weile gedauert, seit wir damit was gemacht haben. Mit ihr. For real? Hey, wusstest du das? Wusstest du es? Creme Double beim Crepe-Laden kostet gerade nur die Hälfte. Mir fällt auf, ich bin gerade ein bisschen wütend auf mich selbst. Ich habe vor 2-3 Folgen oder so angemerkt, oh, ich muss mir unbedingt merken, wie man Crepe ausspricht auf Englisch. Dann ist mir wieder eingefallen, also jetzt gerade ist mir wieder eingefallen, jetzt gerade in diesem Moment ist mir eingefallen. Ich muss ja gar nicht für Englisch vorlesen, ich kann Crepe wieder wie Crepe aussprechen, muss es nicht wie Crepe aussprechen. Toll. Aber hey, ich weiß es für die Zukunft, falls ich Persona 6 auf Englisch spiele, falls es das dann erstmal nicht wieder auf Deutsch gibt. Und da Crepes vorkommen, dann weiß ich, wie man es ausspricht auf Englisch. Crepe nämlich, Crepe. Ist ja auch kein schlechtes Wissen. Also kann ja nie schaden eigentlich, sich damit auszukennen. Oh, wahrscheinlich sind Crepes im Krankenhaus verboten. Ich hätte aber gerne einen. Glaubst du, Shio hätte auch Lust darauf? Ja, ich meine, vielleicht, aber keine gute Idee, aber trotzdem vielleicht. Dann kaufe ich zwei. Aber falls sie heute Reha hat, darf sie ihn wahrscheinlich nicht essen. Auch richtig. Shio beginnt heute mit ihrer Reha. Früher als geplant. Vermutlich, weil ich ihr von meinem Plan erzählt habe. Sie meinte, sie möchte sich ebenfalls anstrengen. Wie ihre Reha wohl ablaufen wird? Bestimmt super, wird bestimmt so laufen bei ihr. Oh, Moment. Wie, jetzt? Warum muss das sein? Sorry. Meine Agentur hat sich gerade gemeldet. Eines der Models ist zum Fotoshooting nicht erschienen. Ist dann bald fertig, darum soll ich jetzt einspringen. Ist das nicht die letzte Chance, ob das passiert? Was ist denn da los? Ist ganz in der Nähe, kommst du mit? Lass uns doch denn um die Wette laufen. Wirklich, warum müssen wir... Okay, gut, dann machen wir das halt. Wie die Kinder, wie die Kinder. Ist das nicht einfach... Ist das nicht dieselbe Straße? So 10 Meter weiter? Wortwörtlich? Okay, ich meine, sie hat gesagt ganz in der Nähe, aber nicht so ganz in der Nähe. Wir sind am Treffpunkt angekommen jedenfalls. Ach ja, du existierst ja auch noch. Also, keine Sorge, das ist kein relevanter Charakter. Die existiert nur in diesem Confidant, glaube ich. Also ich erinnere mich jedenfalls nicht daran, dass sie irgendwie sonst vorgekommen wäre. Und die ist wirklich nicht relevant. Und die existiert. Und hat sogar einen eigenen Sprite dafür bekommen, dass sie existiert. Dieses hübsche Mädchen. Ah, Senpai, es ist so aufregend, mit dir zusammenzuarbeiten. Als du letztes Jahr bei der Show sah. Oh, meine Augen. Das war keine große Sache. Die Modeschau war so klein. Ich bin übrigens Mika. Und bitte keine Ehrenanrede. Ich mag zwar älter sein, aber du bist viel erfahrener, Ahn-Senpai. Also gut, Mika. Das habe ich einfach geskippt, weil es irrelevant war. Oh, und sprich mich nicht mit Senpai an. Also, schön, dich kennenzulernen. Ebenfalls, Ahn-Chan. Wie nett du bist. Ich glaube, Chan ist auch nicht unbedingt besser. Hey, bringst du mir bei, ein besseres Model zu sein? Deine täglichen Gewohnheiten, Übungen. Hm? Gewohnheiten? So etwas wie singen unter der Dusche? Ja, genau sowas, Ahn, genau sowas. Oh, ist das alles? Und wie ernährst du dich? Ich suche nach einem Laden, der biologisch angebaute Pistazien verkauft. Und immer nur Quinoa zu essen, ist so öde. Soll ich es in hartem Wasser kochen oder so? Hm? Pistazien? Die hat sich nur in Schokolade gehüllt. Und hartes Wasser? Lässt sich Eis nicht schwer kochen? Ich liebe es. Warum liebe ich Toasts Reaktion darauf immer nur? Oh Gott. Oh Gott, okay, okay. So, mit Toasty meine ich gerade mich selbst. Also den Typen da hinten. Joker. Ich sollte den Joker nennen. Das ist weniger verwirrend, als Toasty zu sagen. Weil Toasty bin ich. Tatsächlich. Und ich bin auch der Protagonist. Also, wiegst du dich? Oh klar, einmal im Jahr. Bei der schulischen Gesundheitsprüfung. Also willst du mir gar nichts verraten, wie? Verstehe, ich würde auch keiner Unbekannten trauen. Das ist es nicht. Ich denke, lass sie darüber nach. Es geht nicht um mein Vertrauen zu dir. Modeln ist mehr eine Art Hobby für mich. Was? Ahn-Senpai, warum sagst du das? Ist dir egal, ob du für das Magazin modelst? Was hast du gesagt, Ahn-Chan? Nein, ich... Ich liebe dieses Magazin. Alle strengen sich für das beste Ergebnis so an. Mika-chan, ganz ruhig. Keine Sorge, wir alle wissen, dass du dein Bestes gibst. Aber ihr arbeitet so viel härter als ich und trotzdem werde ich getröstet. Was soll das? Ahn-Chan, um ehrlich zu sein, sind du und Mika-chan beide der Ersatz für andere Models. Ihr solltet beide auf dem Cover scheinen, aber wenn du nicht wirklich interessiert bist... Hey, das habe ich nicht. Kein Problem. Ich schaffe das alleine. Ich habe die Konzepttexte gelesen. Ich schaffe es, zwei Frauen gleichzeitig darzustellen. Ha. Das ist pure, pure Böse. Holy shit. Du
Du bist so gemein, Anshan. Hast du mir wirklich... Okay, ich sollte vielleicht das pure Böse sagen, nachdem wir so Charaktere wie Kamoshida kennengelernt haben, aber schon ziemlich nah dran, oder? Schon ziemlich nah dran. Herrscht euch bitte. Also bist du bereit, Mika-chan? Ist uns halt Anshan, aber wir brauchen dich heute nicht. Okay, ich sag dir so gar nichts. Wir starten dir die Fahrtkosten und geben dir eine Aufwandsentschädigung. Es gibt keine Fahrtkosten, sie hat eine Fahrkarte, verdammt nochmal. Aber... die Fotografen für das Magazin sind gegangen. Bullshit, das habe ich vermasselt, das hast nicht du vermasselt, das ist Hure. Das ist eine Hure. Das hätte ich ausgetrickst. Ja, aber letzten Endes liegt mir nicht viel am Modeln. Das hat sie gleich erkannt. Du hast es einfach gesagt. Das war's mit dem Termin. Aber waren Mikas falsche Tränen nicht wirklich glaubwürdig? Er sollte lieber Schauspieler als Model werden, ne? Sie wäre ein guter Phantomdieb. Moment mal, darum geht es überhaupt nicht. Meine eigenen falschen Tränen sind auch nicht schlecht. Ich kenne die perfekte Technik. Erzähl mir mehr. Pass auf. Du musst es nur vortäuschen. Darum sind sie ja falsch. Yes! So oder so sollte ich in der Lage sein, das Meta-Universum zu unserem Vorteil zu nutzen. Wofür? Ich habe gerade was gedacht, muss ich in den Lock ganz kurz gucken. Krokodilsreden, Chance, Gegner dazu zu zwingen, bei Verhandlungen zurückzustecken. Oh, nett. Sehr nett. Stand gerade, was ich dachte. Ich spüre, wie Ahns Motivation richtig explodiert. Okay, stand nicht das, was ich dachte. Okay, ich ignoriert, was ich dachte. Ich habe gar nichts gedacht. Ich werde es euch niemals verraten, was ich gedacht habe. Was da stand. Es wäre lustig gewesen, wenn es da gestanden hätte. So. Oh, Meta-Universum. Ich werde auch als Phantomdiebe mein allerbestes geben. Doch jetzt soll ich Shihong im Krankenhaus besuchen. Das hast du eigentlich vor, ich weiß. Ganz ohne Crepe und ohne Model-Auftrag im Voraus. Genau. Aber hey. Was soll's? Man kann nicht immer alles haben im Leben, ne? Manchmal kann man keinen Crepe haben und keinen Model-Auftrag. Genau. Ich gehe davon aus, dass du deinen Spezialauftrag nicht vergessen hast. Wir haben einen neuen. Wir waren vor unserer Tür. Okay, die waren vor ihrer Tür. Das ist schön. Da würde ich sagen, gucken wir direkt mal vorbei. Einen Artikel gesehen? Was für ein Artikel? Interview mit irgendeinem Schüler. Der junge M deckt auf, schwerer Missbrauch im Kamoshida-Fall. Das stand da. Es geht vor allem um die körperlichen Bestrafungen. Glaubst du, dieser junge M ist Mishima? Oh, ja, das könnte Makoto sein. Ja, junge M könnte Makoto sein. Wahrscheinlich. Vielleicht ist das doch. Ich meine, diese Fanzeit ist auch eine gewaltige Hilfe. Ich glaube, wir können ihn in Ruhe lassen. Er tut uns ja nichts. Ja, ich soll doch mal wieder bei ihm vorbeigucken, ja? Do you think the reporter we met at Crossroads could have written it? Klar. Sollte ich mir den Artikel mal ansehen, von dem Ryuji geredet hat, I thought. The author is listed as Ichigo Oya. I see. This article might end up being useful for us. Er wollte mir sagen, ich kann ihren Computer jetzt auch anfangen. Ja, wahrscheinlich schon. Be missing out if we didn't. Ja, nervt mich doch nicht. In a positive light. Public opinion of us will change for the better. Und das ist die Begründung dafür, dass dann weniger Prozente steigen im Palast, wirklich? Okay, ich meine, kann man irgendwie darauf beziehen, ha? Na schön. Dann würde ich sagen, beende ich an dieser Stelle erstmal den Part. Beim nächsten Mal können wir dann als allererstes bei den Zwillingen mal wieder vorbeigucken. Da freue ich mich schon auf jeden Fall drauf. Und lasst auf jeden Fall einen Kommentar da wie immer. Und dann hoffentlich bis dann. Ciao.